So, und das ist mein Berlin-Tipp, vor allen Dingen für den Sommer. Kunst am Bundestag. Der Bundestag wird aktuell jeweils zur Dämmerungszeit in ein Lichtspektakel verwandelt und es wird eine Stunde lang deutsche Geschichte vom Kaiserzeit ab zusammengefasst. Mit natürlich Schwerpunkt auch Mauerfall hier in Berlin. Aber was ich eben wirklich gewagt und toll fand, auch das Thema, wie gehen wir mit der Pandemie um? Wie erleben wir die Regierung in der Zeit? In dieser einstündigen mini-kunstvollen Reportage, finde ich auch, kommen da ganz viel Gegenstimmen vor. Ganz viele unangenehme Parteien werden da auch vorgestellt. Ich fand das so mutig in einem Video, das ja eigentlich Werbung machen soll für deutsche Demokratie, das ja auch gerade gemacht wird für die Touris, das hier mit so einem coolen QR-Code, der auf die Wand gescannt wird, lichttechnisch, den man abscannen kann, indem man es in jeder Sprache diesen Vortrag hören kann. Also so richtig high-end cool für Nase wie mich. Bestaunbar. Leute, das ist es echt wert, wenn ihr Nasen habt, die in der Nähe sind, die vielleicht auch nicht deutschsprachig sind und gerne nochmal was hier touri-mäßig in Berlin machen wollen. Überhaupt würde ich empfehlen, jetzt zu kommen, weil Berlin hat nicht nur eine Straße unter den Linden, Berlin ist unter den Linden. Und aktuell blühen die Linden und diese Stadt ist voll von einem süßlichen Honigduft. Es ist einfach ein Traum. Es ist ein Traum, aktuell durch diese Stadt zu ziehen. Mein großer Touri-Tipp ist auch wirklich, an der Spree entlang zu laufen. Und zwar von so weit wie möglich, vielleicht vom Alex, vielleicht sogar eine Haltestelle oben drüber. An der Spree entlang zu laufen, aufs Regierungsviertel zu. Es ist herrlich geschält, es ist herrlich ruhig. Ich habe immer wieder mit Fussel gelaufen, völlig leinenfrei. Wir haben an der Spree gehockt und haben einfach diese Stadt genossen und dann abends eben diese Lichterschau mit dem Video zur deutschen Geschichte, was natürlich spektakulär gemacht ist. Also diese ganzen Wände, die sind ja riesig hohe Wände an diesem Bundestag, die werden da alle mit reingezogen. Diese ganzen Kanten werden separat beleuchtet. Das ist echt ein Spektakel, das Steuergelder wert ist. Ja? Also wenn ihr jemanden kennt, der gerade Bock auf Berlin hat oder in der Ecke, schickt den ruhig her. Das ist kostenfrei. Logischerweise, man sitzt einfach wunderschön da vor dem Gebäude vom Reichstag auf den Treppen und kann sich das reinziehen bei Dämmerungsbeginn. Somit ist es mit jedem Datum ein bisschen anders. Kunst am Bundestag heißt das, das kann man sich auch schön googeln. Berlin ist einer der Reise wert, vor allen Dingen meines Erachtens in dieser Zeit, wo die Linde blüht und diese Stadt in einem traumhaften Frühlingsduft liegt. Genießt es, euch alles, alles Liebe. Covid lässt uns wieder etwas reisen. Alles Liebe euch. Tschüss.